Hallo und herzlich willkommen zu diesem Sound-Grundlagen-Tutorial. In dieser Folge geht es um Peak und RMS und warum die wichtig sind, das erkläre ich euch jetzt. Legen wir doch einfach mal los. So, das Thema Peak und RMS habe ich schon mal in einem anderen Tutorial so ein bisschen erklärt, aber die Fragen kommen immer wieder, deshalb mache ich nochmal ein eigenes Tutorial dazu. Und gehen wir einfach mal über die Begrifflichkeiten rüber weg. Was ist Peak? Peak ist ein aktueller Spitzenpegel. Das sieht man zum Beispiel hier an so einer Wellenform. Da habe ich ganz viele Peaks hier oben. Das sind diese kleinen Ausschläge, diese ziemlich krassen Ausschläge hier. Das sind so Peaks. Ich habe hier so eine Zeiteinheit von 5 Sekunden hier, diesen hier. Wenn ich das jetzt mal so reinzoome, und ich mir mal so eine Zeiteinheit von einer Sekunde raussuche, nämlich das hier. Ungefähr. Lässt mich das nicht auswählen. So. Dann habe ich in dem Bereich etliche Peaks drin. Das hier zum Beispiel, das hier und hier oben. Das heißt, ich habe hier einen Lautstärkeausschlag, der ziemlich nah an die, naja, nicht ganz 0 dB rangeht, aber so an die obere Grenze relativ schnell. Und in etlichen Devices gibt es immer so die Auswahl zwischen Peak und RMS hier. Und RMS ist nichts anderes als quasi ein Durchschnittswert über eine bestimmte Zeit gemessen. Das ist, liegt meistens so um, das ist unterschiedlich, so sagen wir mal so um 50 Millisekunden herum, plus minus. Das heißt, während ein Peak hier sofort auftaucht oder sofort gesehen oder gemessen wird, wird bei einem RMS oder RMS, einem Root Mean Square, also einem Durchschnittspegel, wird einfach geguckt, über welche Zeit lang ist ein bestimmter Pegel da und dann wird das gemittelt. Also wenn ich jetzt den RMS von hier nach hier mitteln würde und scroll da jetzt rein vielleicht, so, dann habe ich hier einen ziemlich hohen Ausschlag, hier habe ich dann wieder ganz wenig Ausschlag hier und so weiter, das heißt, ich mittel das ungefähr hier, so ungefähr. Und bei Kompressoren, wie zum Beispiel hier diesem Dynamics, habe ich die Auswahlmöglichkeit zwischen Peak und RMS zu entscheiden, sodass ich sagen kann, okay, richte dich einfach nach den Peaks und bei den Peaks, wenn du diesen Grenzwert, diesen Threshold übersteigst, dann fang an mit deiner Kompression. Und das macht er natürlich wesentlich schneller und wesentlich aggressiver oder wesentlich hektischer mit einem Peak, weil der Peak unter Umständen ziemlich hoch und runter schwankt und schnell kommt, wie wenn ich hier so einen Root Mean Square, so einen Durchschnittspegel nehme, also einen RMS. Dass der jetzt mal, hier ist er vielleicht ein bisschen höher, weil hier viele kleinere Peaks da sind, aber in anderen Bereichen wird sich der Dynamics überhaupt gar nicht bewegen. Und solche Schalter haben wir zum Beispiel auch bei dem Audio Sidechain Modulator. Hier haben wir auch wieder so einen Peak und RMS und hier kann ich einfach entscheiden, wie schnell, wie agil, wie hektisch dieses Device darauf reagieren soll, was da gerade passiert. So, und jetzt gibt es natürlich weitere Messgrößen, beziehungsweise es gibt nicht nur weitere Messgrößen, sondern wir können das auch spontan sehen hier an dem Volumeter. Wenn ich jetzt das Lied kurz mal laufen lasse hier, dann habe ich hier mehrere Anzeigen. Ich habe hier einmal diesen langen Block, der zeigt mir das RMS an, das Root Mean Square, also den Durchschnittspegel. Und dann habe ich hier so zwei Strichelchen und die zeigen mir den Peak an, den aktuellen. Ich lasse es gerade nochmal laufen. So, und da sehe ich schon hier an dem Volumeter, dass diese beiden Werte da angezeigt werden. So, jetzt gibt es so ein paar Punkte zu RMS und Peak. Nämlich, wenn ich hier jetzt ganz viele Peaks habe und der RMS ist jetzt halt eher nur so mittel, das heißt, ich habe hier einen großen Abstand zwischen RMS und Peak. Dieser Abstand, dieses dazwischen, das nennt sich den Crest-Faktor.
Und der Crest-Faktor, wenn der besonders hoch ist, dann kann ich davon ausgehen, dass ich zum einen eventuell ein sehr dynamisches Stück habe, das heißt, dass ich sehr große Lautstärkenunterschiede habe, das heißt, es gibt sehr viele laute Stellen, sehr viele leise Stellen und das kann relativ schnell aufeinander folgen. Das sieht man ja hier auch, die folgen hier auch relativ schnell aufeinander oder das kann im Verlaufe des Stücks auch sich abwechseln. So, aber wir haben ja immer das Problem mit der Lautstärke und der Lautheit. Und die Lautstärke kann ich natürlich bis 0 dB hochschieben, dann ist das Ding natürlich super laut. Aber wenn ich jetzt nur so super laute Peaks hier habe und der RMS ist relativ weit unten, dann habe ich ein relativ geringes Lautheitsempfinden. Das heißt, die meiste Musik spielt quasi hier unten so im Durchschnittspegel relativ tief. Und ich habe dann hier diese ganz krassen Peaks, die halt super laut sind, aber insgesamt ist die Lautstärke meines Tracks oder die empfundene Lautstärke, die subjektiv empfundene Lautstärke relativ gering. Deshalb bin ich ja daran interessiert, wenn ich meinen Track besonders laut machen möchte, weil der Mensch einfach so ein bisschen einfach gestrickt ist und alles, was lauter ist, ist besser. Kommt wahrscheinlich daher, wenn irgendwas lautes ist, ist er alarmierter und dann ist die Aufmerksamkeit mehr da. Wie wenn jetzt einfach nur so ein leises Geräusch, ein ruhiges irgendwie daherkommt, dann ist die Aufmerksamkeit einfach geringer. Das heißt, im direkten Vergleich, wenn ich in dasselbe Lied spiele, nur lauter, wird halt das lauter abgespielte Lied immer für besser empfunden oder zu 90-95% für besser befunden. Deshalb bin ich immer daran interessiert, dass dieser Crest-Faktor relativ klein ist, also der Unterschied zwischen dem Peak und dem RMS-Signal. Das kann ich dann natürlich mit Kompressoren, Expandern und so weiter bearbeiten, sodass ich die leisen Signale einfach lauter mache oder die lauten Signale einfach abschwäche durch einen Kompressor oder durch auch einen Limiter und dann eben Verzerrung, Distortion mit hineinfüge, wenn ich das hier jetzt alles abschneiden würde. Und jetzt hier den Schnitt machen würde, dann hätte ich nur noch den Crest-Faktor von hier statt quasi fast doppelt so groß. Das verändert natürlich auch wieder meinen Sound, aber mein Lied ist dann auch wieder lauter und wird dadurch, wenn es jetzt nicht wahnsinnig verzerrt ist, natürlich auch als besser empfunden. Das muss man dann immer je nach Stück entscheiden. So, und jetzt ist halt beim Thema Lautheitsempfinden für einen Song auch immer ganz, ganz wichtig. Da kann ich jetzt nicht den Peak rannehmen, wie wir gerade gelernt haben. Das heißt, der Peak ist ja nur ganz kurz und unter Umständen nehme ich den gar nicht mal so richtig wahr, weil der irgendwie so eine Millisekunde oder noch kürzer da war. Und ansonsten spielt der Rest relativ gemächlich. Ich kann auch nicht den RMS rannehmen, weil der ja nur so einen Bereich von so um die, sagen wir mal, 50, 60 Millisekunden sich anschaut. Und wenn ich dann jetzt hier gerade mal gucke, mitten im Song, okay, schauen wir gerade mal, hier habe ich zum Beispiel so einen Bereich, da ist der RMS relativ niedrig. Und wenn ich mir den jetzt angucke, sage ich, oh, mein Lied ist ja relativ leise, also drehe ich es auf. Und an einer anderen Stelle ist mein RMS relativ laut, dann müsste ich es da wieder runterdrehen. Und ich habe ja immer noch meine Peaks. Also das heißt, ich kann an dieser kurzen Betrachtungsweise, die ich hier habe, kann ich nicht entscheiden, wie laut mein Lied ist, mein Track ist. Deshalb gibt es auch wieder Lufs. Das habe ich auch in dem anderen Tutorial nochmal beschrieben. Und bei Lufs gibt es auch mehrere verschiedene Werte. Da muss ich jetzt gerade mal so ein bisschen gucken. Bei Lufs gibt es den Momentary Max. Das sind 400 Millisekunden Betrachtungszeit. Dann gibt es den Short Term, das sind dann 3 Sekunden und dann gibt es den Integrated und bei Integrated wird das komplette Stück betrachtet. Das heißt, da wird dann einfach geguckt, okay, was ist meine lauteste Stelle, was ist meine leiseste Stelle und da wird ein Durchschnittswert errechnet und das kennt ihr vielleicht von irgendwelchen Tutorials, das dann halt einfach heißt, okay, für Online-Streaming-Dienste ist das irgendwo bei minus 14 Lufs. Auf CD sind es dann minus 9 Lufs und dieses Minus kommt ja immer daher, weil man von 0 dB Fullscale ausgeht. 0 dB ist im digitalen Bereich einfach der höchste Pegel, den man ansetzen kann, bevor es dann völlig verzerrt.
Und deshalb gibt man das immer in Minuszahlen an. Also minus 14 Luft ist einfach vom 0 dB FS der Durchschnittswert minus 14 oder minus 9 Luft zum Beispiel. Das heißt, wenn ich einfach etwas lauter machen will, und zwar auch im Sample-Bereich, also zum Beispiel Drums oder irgendwie sowas, dann müsste ich schauen, gleich von vorne weg, dass ich hier nicht diese Wahnsinns-Peaks habe, sondern dass mein RMS relativ laut ist. Das heißt, dass dieser Bereich nicht so dünn ist, sondern wesentlich dicker wird. Das heißt, je dicker ich den RMS mache, desto subjektiv empfunden lauter ist das Signal auch. Wenn ich mir jetzt einfach mal so eine Drum anschaue, da haben wir vielleicht mal hier diese hier. Wenn ich mir diese anschaue, die hat hier so einen Peak und dann ist hier unten halt der Body, der Rest, der Körper, der Rest der Drums. Das war jetzt ein bisschen mehr, aber ich nehme das jetzt einfach mal exemplarisch als Drum. Das heißt, ich habe hier einen Peak, da kommt der Body und dann kommt die Hallfahne von der Drum. Nehmen wir einfach mal an. Und wenn ich diese Drum jetzt einfach lauter machen wollen würde, dann kann ich die mit dem Peak hier ganz hoch an die 0 dB fahren, aber dann wäre die hier erstmal fertig. Will ich die noch lauter machen, dann muss ich hier diesen Transienten abschneiden. Damit verändere ich natürlich auch wieder den Sound. Das kann ich in manchen Musikgenres machen, weil die Drum einfach Druck braucht. Die Kick braucht einfach ordentlich Druck. Druck. Und mit so einem tollen Transienten, der halt für nur eine 0,0 Millisekunden da ist, bekomme ich keinen Druck. Da bekomme ich eine kurze Lautstärke, die nehme ich aber subjektiv nicht wirklich wahr. Deshalb kann ich hier zum Beispiel mit Distortion arbeiten und Limitern arbeiten. Das heißt, ich drücke dieses Signal einfach bis ganz nach oben, guck, ob sie mir dann überhaupt noch gefällt vom Sound her. Oder versuche die halt so weit hochzudrehen, dass sie mir noch vom Sound gefällt und erhöhe einfach die Lautheit des Samples schon. So habe ich dann später in einem Stück dann nicht so ein Bild, wo ich dann diese Wahnsinns-Peaks habe, sondern mein Grund-RMS ist schon dicker, höher. So, wenn ich zum Beispiel ein RMS dann hier hätte und dann hier nur noch so ein paar Peaks, dann wüsste ich, okay, das Ding ist vermutlich ziemlich laut. Und wenn mir dann auch noch die Lufts dann hinterher sagen, okay, dieser Song ist wirklich entsprechend laut, dann weiß ich, dass ich von vornherein richtig gearbeitet habe. So, das war es an der Stelle auch schon mit diesem kleinen Exkurs über Peak und RMS und ein bisschen Lufts und Crestfaktor. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Tutorial wieder ein. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.